Hallo zusammen, Kai Matthias hier von der Formnext für Voice of CNC. Ich befinde mich auf dem Stand von Datentechnik Reitz und neben mir der Herr Reitz, Geschäftsführer. Und ich richte die Frage direkt mal an Sie, Herr Reitz. Was sehen wir heute hier Neues? Was gibt es Aktuelles hier vor allem beim Thema Sportkamm? Ja, herzlich willkommen zunächst mal auf dem Stand der Firma Datentechnik Reitz oder auch Sportkamm. Ja, wir haben ein Rebranding gemacht vom Thema Sportkamm oder von der Bezeichnung Sportkamm zu NC. Das, was dahinter steht, ist im Grunde genommen ja schon der gleiche Anbieter, aber ein deutlich professionelleres Aussehen im Hintergrund. Wir haben die Oberfläche komplett überarbeitet, wir haben viele Dinge im Source Code überarbeitet und verbessert. Weiterhin unterstützen wir natürlich Technologien wie Fräsen, Drehen, 3D-Druck, Schneiden. Aber speziell unser Thema Roboter ist mehr und mehr ein zentrales Thema bei uns im Haus und das ist auch einer der Gründe für das Rebranding, dass wir da in diesem Bereich Roboter noch stärker werden. Ja, wir können im Roboterbereich sämtliche Roboter unterstützen, KUKA, ABB, Fahnhof, was auch immer und auch alle Technologien unterstützen und fühlen uns da in diesem Roboterbereich extrem stark und das ist für uns auch der Zukunftsmarkt. Ja, und heute befinden wir uns hier ja mit einem Hauptfokus auf Additive Manufacturing. Wo befindet sich hier vor allem beim Rebranding vielleicht ein Blick, eine Nische, wo man sagen kann, hey, das ist auch im Additive-Bereich vielleicht nochmal sehr, sehr wichtig. Ja, für uns liegt der Fokus im 3D-Druck ganz klar auf dem nonplanaren Druck. Das heißt, der normale Standarddruck bei einem normalen 3D-Drucker, das ist mittlerweile sehr gut gelöst. Da gibt es ganz tolle Lösungen von Slicern, die auch teilweise sogar kostenfrei sind. In unserem Bereich geht es um den nonplanaren Druck. Das heißt, wir können wirklich Teile drucken, egal ob die jetzt im Kunststoffbereich gedruckt werden oder auch im Metallbereich, die eben nicht einfach nur von unten nach oben gedruckt werden, sondern in alle Richtungen, hat den Vorteil, dass man kein Supportmaterial benötigt, egal welche Teile gedruckt werden, sich das sparen kann. Und das ist so der Hintergrund eigentlich dabei. Ja, Wahnsinn. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich wünsche ganz viel Erfolg, vor allem beim Rebranding und auf jeden Fall ganz viel Spaß hier auf der Formnext. Danke, vielen Dank. Danke.